Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir setzen hiermit unsere Plenarsitzung, die 74. fort. Ich darf darauf hinweisen, dass auf Ihren Plätzen verteilt der eingegangene Dringlichkeitsantrag der Fraktion der AfD mit dem Betreff Errichtung von Landstromanlagen für Errichtung von Landstromanlagen für Binnenschiffe, Finanzierung von Maßnahmen ohne Corona-Bezug aus Mitteln des Sondervermögens, Drucksache 20/5796, verteilt ist. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das scheint mir der Fall zu sein. Dann ist das so. Dann rufe ich jetzt auf die Punkte. Nein, dieser Punkt wird 90. Und wenn keiner widerspricht, verbinden wir ihn mit 84. Man sollte die Zettel fertig lesen. Zum Zweiten bitte ich, fürs Protokoll festzuhalten, dass Herr Vohl von seiner Fraktion ab 15.15 Uhr für heute entschuldigt ist. Und dann rufe ich den Tagesordnungspunkt 57, den Setzpunkt der Fraktion der Bündnis 90 der Grünen, auf und bitte der Kollegin Karin Müller, die nicht hier sitzt, wie Sie in manchen Zetteln lesen, sondern die gleich am Pult steht, das Wort zu übergeben. Sie haben das Wort, Frau Kollegin. Ja, Herr Präsident, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Vertretung. Meine Damen und Herren, mit der Schiene zu einem guten Klima heute am Nachmittag mal ein versöhnliches Thema. Ich denke, das tut uns allen gut, und Schienenreaktivierung sind ja auch ein Teil der Verkehrswende und leisten damit einen großen Beitrag zum Klimaschutz. Wie insgesamt in der Verkehrspolitik, aber bei der Schiene besonders, braucht es einen langen Atem und kontinuierliches Bohren dicker Bretter. Und das tun wir, die Regierungsfraktion, mit Unterstützung der Landesregierung seit gut 10 Jahren. Und deswegen setzen wir es auch immer mal wieder auf die Tagesordnung. Im Jahr 2018 hat der Verkehrsminister schon einmal eine Bilanz nach der ersten Legislaturperiode gezogen. Das Motto war: Straßen entlasten, das Klima schützen, den ländlichen Raum erschließen. Und damit ist eigentlich schon viel gesagt, warum Schienenreaktivierung nicht nur für Hessen gut sind, für das Klima und für die Entlastung des Straßenraums, aber auch für das Wohnen und das Miteinander zwischen ländlichem Raum und Ballungsgebieten. Daran arbeiten wir kontinuierlich. Erst im Februar letzten Jahres wurde ein Meilenstein oder eine Zwischenbilanz gezogen. Da ist das alles vorgestellt worden. Wer sich vertieft in das Thema einarbeiten will, es gibt eine schöne Präsentation vom Februar 2020, kann man nachlesen. Dieses Jahr, das Jahr 2021, wurde zum Europäischen Jahr der Schiene erklärt. Der Bund hat das Jahrzehnt zum Jahrzehnt der Schiene ausgerufen. Und für Hessen ist Schiene immer ein Thema. Also alles gute Gründe, auch heute über das Thema zu reden. Ich habe schon gesagt, die Schiene verbindet den ländlichen Raum mit dem Ballungsraum. Es schafft Verbindungen zwischen den Menschen und den Arbeitsplätzen. Der Zug als Massentransportmittel verbindet städtische und ländliche Räume und sorgt dafür, dass Menschen gerne und gut auch auf dem Lande leben können. Gerade in der Pandemie erleben wir, wie der Trend sich verstärkt, dass Menschen immer mehr oder nicht immer mehr, dass sie mehr Platz benötigen, um auch mehr Abstände wahren zu können. Das können Sie auf dem Land, wenn es ein gutes Internet gibt und gute Zugverbindungen. Und dafür wollen wir sorgen. Aber wir müssen natürlich auch gerade in Zeiten der Pandemie das Vertrauen wiederherstellen, dass Busse und Bahnen keine Virenschleudern sind und dass die Infektionsgefahr dort nicht erhöht ist. Das wurde gerade festgestellt von der Charité, dass es nicht so ist. Also wir alle können wieder beruhigt Bus und Bahn fahren und den Trend auch weiter unterstützen, denn wir werden den Ausbau der Schiene auch weiterhin brauchen. Und da ich ja auch schon eine Weile diesem Landtag angehöre, gestatten Sie mir, von früher zu erzählen.
Doch, ich will keinen Zwischenruf von Herrn Lenders provozieren, indem ich die FDP, hießen Sie damals ja noch, Verkehrsminister erwähne und das Engagement, sondern ich will einfach davon reden, als ich 2009 hier anfing, da war die Kurhessenbahn Thema, aber von der Holloftalbahn und der Lundertalbahn hat niemand geredet, sondern es hieß immer, die Leute, die sich dafür engagieren, na ja, freundlich formuliert, man muss ja Visionen haben, aber es wird nie realisiert werden. Und jetzt ist es soweit, die Holloftalbahn und die Lundertalbahn sind zwei von drei Projekten, die kurz vor der Realisierung stehen. Dafür vielen Dank an die Initiativen, aber auch an den Verkehrsminister für die Unterstützung. Kurz ist relativ, ne, bei der Bahn. Man denkt in 150 Jahresbegriffen. Herr Kollege Lenders, Sie sind bestimmt, nein, Sie nicht, aber der Kollege Naas bald dran. Ich habe mich so bemüht, keine Zwischenrufrufe zu produzieren. Das war nicht so erfolgreich, Frau Kollegin. Ja, ich habe es gemerkt. Wir könnten auch noch viel schneller vorankommen, wenn der Bund die Bewertungskriterien für die Schienenreaktivierung ausgeweitet hätte, wie das Land Hessen und Baden-Württemberg es vorgeschlagen haben, dass nämlich das Thema Klimaschutz und Entlastung des Straßenraums auch mit zu den Bewertungskriterien kommt. Der Kollege Eckert hat ja eine kleine Anfrage gemacht. Ich hätte da lieber die Energie reingesteckt, mal die Regierungsfraktionen in Berlin zu treiben, damit es ein bisschen schneller geht und die ganzen Projekte, die wir hier in Hessen realisieren wollen, dann auch schneller aufs Gleis kommen. Aber ich kann natürlich nicht über die Schiene reden, um noch einmal in die Vergangenheit zu schauen, wenn ich den Kollegen May und den Kollegen Frömmrich angucke. Ich habe es eben schon erwähnt, die Kurhessenbahn. Auch damals gab es Skepsis gegenüber der Kurhessenbahn, aber der Landkreis Waldeck-Frankenberg und der grüne Verkehrsminister hat in 2015 sozusagen die Strecke eingeweiht. Und siehe da, die Strecke wurde viel mehr angenommen als erwartet. Die Passagierzahlen sind viel höher als erwartet. Ein absolutes Erfolgsmodell. Der Kreuzungsbahnhof ist noch einmal ausgebaut worden. Auf diesem Weg geht es weiter, hoffentlich auch bald dann mit der Lundertalbahn, mit der Holloftalbahn und so weiter. Und dass sich Engagement lohnt, sieht man in Waldeck-Frankenberg auch bei der Strecke Frankenberg-Battenberg. Für die wird jetzt auch eine Machbarkeitsstudie erstellt. Da kann demnächst wieder der Holztransport drauf absolviert werden. Also viele positive Beispiele. Und wir sehen, die Schiene ist in Hessen in guten Händen. Und das, obwohl wir ja alle wissen, dass die Zuständigkeit eigentlich nicht beim Land liegt, sondern bei den Aufgabenträgern verbunden mit den Verkehrsverbünden. Aber dass man trotzdem etwas bewegen kann, indem man kontinuierlich an den Dingen dranbleibt und immer wieder Druck macht, sei es, um irgendwelche Grundstücke zu sichern im Vorfeld, den Kommunen in Vorleistung zu gehen und. Das macht der Minister in Frankenburg z.B. bei der Nordmainischen S-Bahn. Da ist viel Vorarbeit nötig gewesen. Wenn man nichts tut, geht nichts voran. Wenn man aktiv ist, dauert es immer noch lang, aber es geht voran und die Richtung stimmt. Und wenn ich gerade noch. Was regen sich denn so auf, Herr Müller? Also, wenigstens geht jetzt etwas voran. Damals ist gar nichts vorangegangen. Im Jahr 2014. Im Jahr 2014 hat ein engagierter Mitarbeiter von Hessen Mobil als erstes einmal eine Bilanz gemacht, was gibt es für Strecken in Hessen, welche sind reaktivierbar. Und danach wurde ein Arbeitskreis mit den kommunalen Aufgabenträgern, mit den Verkehrsverbünden gegründet, um das sukzessiv weiter auszuarbeiten. Da sind jetzt diese drei Projekte, Holloftalbahn, Lundertalbahn und Isenburg, plus 7 Machbarkeitsstudien, plus 23 potenzielle Preise. Ja, Herr Dr. Naas, dann machen Sie doch einmal Werbung in den Kommunen, dass sich mehr engagieren. Genau. Sie sehen doch, wie es in Waldeck-Frankenberg läuft. Ich bin gleich fertig, dann sind Sie ja dran. Also, wir arbeiten kontinuierlich dran, und die Erfolge sind sichtbar. Allein
Die Investitionen in den nächsten Jahrzehnten sind 12 Milliarden € in die Schieneninfrastruktur in Hessen. Davon ist 1 Milliarde € Landesgeld. Also, Sie können nicht sagen, dass in Hessen nichts passiert. Ganz im Gegenteil. Seit Schwarz-Grün an der Regierung ist, Sie müssen mich nicht so treuherzig angucken. Sie sind doch Fakten, dass unter den gelben Verkehrsministern nichts gelaufen ist. Ich kann es noch einmal zusammenfassen und wiederholen. Gute Schienenanbindungen bieten gerade ländlichen Räumen hohe Entwicklungspotenziale, entlasten gleichzeitig den Wohnungsmarkt in den Städten. Eine Win-Win-Situation für alle. An dieser Stelle vielleicht auch noch einmal das Positivbeispiel Regiotram in Nordhessen, die die Stadt Kassel mit dem Landkreis verbindet. Da sieht man genau an den Achsen der Regiotram, wie sich da der Wohnungsmarkt entwickelt und das Zusammenspiel zwischen Stadt und Land gut funktioniert. Nachdem die Citybahn gescheitert ist und die Verkehrsprobleme damit nicht gelöst sind, hat auch Wiesbaden jetzt die Chance, eine Verbindung von der Stadt in den Landkreis mit der Ahrtalbahn zu reaktivieren. Auch da wird eine erneute Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Und wir sind zuversichtlich, dass diese Chance genutzt werden kann und damit auch Wiesbaden und die Region sich noch besser weiterentwickeln. Wir sind gut gerüstet, gut aufgestellt. Wir brauchen einen langen Atem. Den haben wir. Und ich bin froh, wenn wir nach Corona vielleicht alle zusammen einen Ausflug in Kassel zur Documenta machen können mit der Herkulesbahn. Und als Nächstes freue ich mich über breite Unterstützung zu unserem Antrag. Vielen Dank, Frau Kollegin. Sie haben ja sozusagen Kollegen Naas schon eingeführt. Da gebe ich ihm jetzt auch das Wort. Da haben wir das gleich erledigt. Herr Kollege, bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich wollte ja nicht mit dem grünen Referenten tauschen, der diesen Antrag schreiben musste. Denn das ist in der Tat eine unmögliche Aufgabe gewesen. Ich meine, die Überschrift haben Sie ja klar vorgegeben, Reaktivierung stillgelegter Schienenstrecken fördern. Und da hat man eine hohe Erwartungshaltung, dass es dann entsprechend auch neue Vorschläge gibt, wie diese Schienenstrecken, die jetzt alle hier auch schon aufgezählt wurden, dann jetzt zukünftig gefördert werden sollen. In Ihrem Antrag findet sich alles, nur kein neuer Vorschlag zur Förderung reaktivierbarer oder zu reaktivierender Schienenstrecken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn ich mir Ihren Antrag so angucke, gehen wir den ja mal durch, sind 7 Punkte, dann stellen Sie viermal etwas fest. Sie erkennen einmal etwas an, einmal wird die Landesregierung aufgefordert und einmal wird ermuntert. Das sind die Formulierungen, das sind die Formulierungen. Nur kein konkreter Vorschlag zur Reaktivierung. Gehen wir es mal durch. Es fängt an damit, Sie sagen, die Reaktivierung birgt Chancen. Und in der Tat, Kollegin Müller, Sie haben es gesagt, der Erfolg hat ja viele Väter. 2009 haben wir schon darüber gesprochen, die Kurhessenbahn und die Reaktivierung der Strecke Korbach-Frankenberg. In der Tat, Minister Posch, Sie haben ihn genannt, hat dort auch viel Gutes bewirkt. Schwieriger ist es natürlich, wenn Sie natürlich dann Projekte aufzählen, und 12 Milliarden als Gelder auch nennen, die gar nichts mit einer Reaktivierung zu tun haben. Und dann wären wir schon beim zweiten Punkt. Sie stellen nämlich da fest, dass ja so viel Geld zur Verfügung steht. Nur die Projekte, die Sie heute eben genannt haben, also die S6, Homburger Damm und die Nordmainische S-Bahn, sind alles nur keine Reaktivierung von Schienen. Und wenn man mal fragt, wie lange diese Projekte schon dümpeln, und ich meine, Sie sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre hier am Regieren, dann könnte man schon die ketzerische Frage stellen, wie lange es denn eigentlich noch gehen soll, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Reaktivierung, schreiben Sie, und das ist Augenwischerei, von 12 Milliarden zu sprechen, das wissen Sie auch genau, Frau Kollegin Müller, bei der Reaktivierung geht es um viel kleinere Summen, viel kleinere Summen. Die 12 Milliarden und die 1 Milliarde vom Land hier ins Spiel zu bringen, ist Augenwischerei, weil es um etwas ganz anderes geht, meine sehr verehrten Damen und Herren.
So, dann kommen wir zur Reaktivierung. Da schreiben Sie unter Nummer 3, kann ein möglicher Baustein für die Mobilität auf dem Land sein. Aber wer hätte das gedacht, Frau Kollegin Müller? Muss ich sagen, da stimmen wir zu. Es kann ein möglicher Baustein sein. Und dann geht es ja weiter mit den Feststellungen bei Ihnen. Dann heißt es, Angebotsplanung gemäß ÖPNV-Gesetz obliegt natürlich den Kreisen und Städten und den Verkehrsverbünden. Das ist ja dann Ihr Vorbehalt, der auch in jeder Ministeriumsantwort zu kleinen Anfragen der SPD kommt, nämlich die Feststellung, dass das Land eigentlich nicht zuständig ist, sondern es natürlich eine Aufgabe der Kommunen und der Kreise ist. Der Textbaustein ist immer drin. Denn das ist ja das Schöne, wenn was schief geht, sind es ja die anderen, die schuld waren. Und wenn es gut geht, dann ist es natürlich das Land und die einzigartige Förderung des Landes und seines Ministers gewesen, die dazu führt, dass wir hier eine reaktivierte Schiene haben, meine sehr verehrten Damen. Das ist eine komfortable Position. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann haben Sie 3 Realisierungsprojekte vorgestellt. So, das ist der Isenburg natürlich, die Lumdatalbahn, die Holloftalbahn. Die Frühste kommt übrigens 2026. Sie haben natürlich kein Datum genannt, was Sie unter kurzfristig verstehen oder bald. Das können wir dann in ein paar Jahren sicherlich klären. Aber Sie begrüßen das, wobei es hier keinen Zeitplan gibt. Und dann fordern Sie unter 6. die Landesregierung auf, den Schienenverkehr voranzutreiben. Das ist sicherlich eine tolle Sache, nur eben auch kein wesentlicher Beitrag zur Reaktivierung und schon gar nicht zur Förderung. Und vergessen natürlich das Stichwort Elektrifizierung nicht. Und zum Schluss, als 7. Punkt, kommt dann die Ermunterung der dusseligen Kommunen, doch endlich mal was für die Reaktivierung zu tun. Da schreiben Sie, die Reaktivierung solle stärker in Betracht gezogen werden von den Kommunen. Ja, was glauben Sie, was die Kommunen die letzten Jahre gemacht haben? Die Kommunen waren doch die, die immer dafür gekämpft haben. Gucken Sie sich doch mal die Bestandsaufnahme an, die 50 Seiten, die Sie genannt haben. Da heißt es doch immer, die Kommune war Ihnen 10, 20, 30 Jahre voraus, haben schon in den 80er, 90er Jahren die Strecken teilweise gekauft. Es ist doch gerade nicht das Land gewesen. So, und dann ist auch die Frage, um was geht es hier eigentlich? Und es geht heute darum, mal einen neuen Vorschlag zu machen und auch vielleicht mal Tempo zu machen. Denn Sie, Frau Kollegin Müller, sind mit der Draisine immer noch unterwegs. Und Sie müssten vielleicht auch aus der Komfortzone mal rauskommen mit Ihrem Arbeitskreis. Weil wenn das Land was machen soll, dann ist es eben nicht getan, mit einem Arbeitskreis sich irgendwo dazuzusetzen oder sich wie der Konfirmationsonkel, und das ist ja die Position, die der Minister auch so gerne hat, sich als Konfirmationsonkel dann immer aufs Bild bei der Einweihung zu drängen, weil man ja auch mit Bundes- und Landesmitteln irgendeinen Anteil hat. Das ist zu wenig. Und da frage ich Sie mal konkret, Sie müssen nämlich dann auch schon mal sagen, welche Strecken Sie wollen und welche Strecken auch nicht kommen werden. Und bei den Strecken, die nicht kommen werden, wäre es vielleicht unser aller Aufgabe, auch als Landesgesetzgeber mal diese Strecken zumindest zu sichern. Und da würde ich Sie mal bitten, in Ihren eigenen Katalog zu gucken, denn die wenigsten Strecken sind wirklich in den Regionalplänen bisher gesichert. Und das wäre eine große Aufgabe des Landes, denn Infrastruktur ist ein Wert an sich und wir Liberalen wollen, dass dieser Wert, der da ist, auch erhalten bleibt, für was auch immer und für welche Zukunft auch immer. Und das ist, glaube ich, eine Gemeinsamkeit, die wir auch haben. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Antrag der Koalition, der Grünen, ist alles nur keine Förderung der Reaktivierung stillgelegter Schienen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Naas. Als nächstes Kollege Eckert. Dieser ist schon angesprochen worden. Ihr scheint euch alle zu kennen irgendwie in dem Ausschuss. Herr Eckert, Sie haben das Wort. Ich bin gespannt, was das heißt. Herr Staatsminister. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Reaktivierung von stillgelegten Bahnstrecken in Hessen zu fördern, so die Überschrift, das ist gut, das ist richtig und das ist auch notwendig. Da bin ich ganz bei dem Titel des Antrages. Aber das ist mir wichtig, will ich gerne vor die Klammer ziehen, dass wir insgesamt als Landespolitik uns auf die Argumente auch verstetigen und gemeinsam auch festlegen, die übergeordneten Interessen für das Thema Anschränkungen für Streckenreaktivierungen, weswegen es Streckenreaktivierungen braucht, weswegen sie gut sind
und warum wir sie nicht nur aus Klima- und Umweltschutzgründen, sondern auch aus regionalpolitischen und strukturpolitischen Gründen brauchen und auch umsetzen wollen für dieses übergeordnete Interesse. Das sehen die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in diesem Haus sehr deutlich, meine Damen und Herren. Denn auf der einen Seite der dringende Wunsch, etwas gegen den Klimawandel zu tun, zumindest bei den meisten hier im Hause, aber auch der Wunsch, in städtischen Gebieten mehr Kapazitäten zu schaffen und ländliche Räume besser anzubinden, haben es nun einmal begünstigt, dass das Thema wieder etwas mehr im Bewusstsein ist, weil ganz neu ist es ja nun einmal nicht. Aber inzwischen ist es, wie ich finde, doch weitgehender Konsens auch jenseits progressiver Mobilitätspolitik. Der Anschluss an das Bahnnetz macht eben nicht nur den klimafreundlichen ÖPNV attraktiver, sondern er ist, ähnlich wie der Anschluss an das Breitbandnetz, ein Qualitätsmerkmal für einen Wohn- und Wirtschaftsstandort. Streckenreaktivierungen sind ein Thema dank Klima- und Umweltschutz. Wer aber dabei stehen bleibt, der springt zu kurz, meine Damen und Herren. Die Perspektiven der Regionalentwicklung mit Siedlungsentwicklungen, die wirtschaftliche Entwicklung, all diese Aspekte, die braucht es, und sie sind eine Begründung, warum es Streckenreaktivierungen, warum die ein Mittel der Wahl sind, um Mobilität in der Fläche weiterzuentwickeln. Ein Treiber der unerwünschten Entleerung im ländlichen Raum ist der Abbau von Infrastruktur- und Dienstleistungsangeboten in einer Region. Eine der essentiellen Voraussetzungen für attraktive Wohn- und Wirtschaftsstandorte ist die Erreichbarkeit auch für Personen, die nicht am Individualverkehr teilnehmen wollen oder können. Eine Anbindung an das Eisenbahnnetz stellt einen gravierenden Standortvorteil dar und fällt bei der Wahl des Wohnsitzes auch bei Autofahrern ins Gewicht. Mit der Änderung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes, kurz GVFG, des Bundes, wurden die Rahmenbedingungen der Reaktivierungsprojekte erheblich verbessert. Aber, und da bin ich dann bei Ihrem Antrag, auf der einen Seite auf den Bund und andererseits auf die Kommunen zu verweisen, da springt man deswegen zu kurz, weil man dabei ganz schnell versäumt, und das tun Sie in Ihrem Antrag, die landespolitischen Steuerungsmöglichkeiten eben zu ergreifen, die es aber unserer Ansicht nach zwingend bräuchte. Ich will aus unserer Sicht einige Punkte aufgreifen, nachdem Sie ja eben beide Grüne und Freie Demokraten so ein bisschen Vergangenheitsbewältigung gemacht haben, gerne aufgreifen, in Ergänzung auch der Punkte, die Sie im Antrag angesprochen haben, Frau Kollegin Müller, aber die Sie sicherlich ohne Frage koalitionspartnerbedingt vielleicht auch nicht so weitgehend reinschreiben konnten, wie Sie sich das gerne wünschen. Da bin ich als Service-Opposition sozusagen der Sache wegen gerne behilflich, meine Damen und Herren, denn nämlich die Kolleginnen und Kollegen, insbesondere der Union, das waren hier und sind hier nach wie vor in Hessen alles andere als Vorreiter, wenn es um das Thema Streckenreaktivierung geht. Das Thema die Kurhessenbahn wurde eben schon ein paar Mal angesprochen. Ob es jetzt der Minister oder wer auch immer war, zu den Fakten kann ich ja mal wenigstens beitragen, dass dieser gemeinsame Beschluss im Landtag am 25. September 2008 ein Antrag aus den Reihen von Bündnis 90 Die Grünen mit den Stimmen von eben jenen, der SPD, den Linken und der FDP gemeinsam beschlossen worden ist. Einzig allein außen vor blieb die Union, meine Damen und Herren. Deswegen ist das in der Tat ein Thema, wo es richtig und wichtig ist, darüber vertieft zu diskutieren. Und ja, da ist die vollkommen überkommene Methodik der Nutzen-Kosten-Untersuchung der berüchtigten NKU, sie wurde schon ein paar Mal angesprochen, natürlich eines der zentralen Themen. Aber es ist deswegen eben auf der einen Seite wichtig, den Bereich Klimaschutz, aber auch die Bedeutung für den Erhalt unserer ländlichen Strukturen mit einzufassen. Auf Initiative der hessischen SPD haben wir dies auf Bundesebene auch in unserer Partei und darüber in der Bundesregierung deutlich gemacht, dass genau diese Klima- und Umweltschutzaspekte einerseits, aber auch die regionalpolitischen, die strukturpolitischen Themen mit einbezogen werden müssen, um einen weiteren Blick auf Kosten-Nutzen zu werfen für die Entscheidung, wo Strecken reaktiviert werden sollen und können. Nun wissen wir alle, dass das keinesfalls leicht ist, so eine Systematik mal eben schnell zu überarbeiten und dass das alles auch seine Zeit braucht. Aber ich glaube, das ist etwas, was unter die Rubrik, wie es im Antrag steht, Kommunen zu ermutigen, tatsächlich fallen würde, wenn sie nämlich wissen, dass tatsächlich wir nicht auf den Bund warten, sondern wir auch selber handeln und selber mit vorangehen. Deswegen will ich Ihnen einen Vorschlag dabei auch machen, meine Damen und Herren. Lassen Sie uns als Land kreativ vorangehen und deutlich machen, wir reden nicht nur, sondern wir handeln. Ich würde mir zum Beispiel konkret wünschen, und im Übrigen, das war der Hintergrund meiner Anfrage an die Landesregierung, was die nämlich dann tatsächlich dafür tun. Aber wie gesagt, gerne, wir steuern in der Debatte auch etwas hier damit rein, um sozusagen aus Hessen Anregungen zu geben. Die Frage, inwieweit man bei der NKU
für klimafreundliche Verkehrsmittel, soweit sie diese betreffen, einen Aufschlag von 0,1 oder 0,2 Punkte mit aufstockt und die Zustimmung gibt, eigene Mittel mit reinzugeben, um es dann gemeinsam ein Projekt über die entsprechende Wirtschaftlichkeitsschwelle zu heben, weil man selber als Land bereit ist, effektiv was zu tun. So könnten wir in Hessen deutlich machen, dass es einen konkreten Nutzen hat, für Klimaschutz etwas zu tun und konkret für den ländlichen Raum auch etwas zu ermöglichen, meine Damen und Herren. Es wäre doch ein Treppenwitz der Geschichte, wenn wir alle, die wir uns jetzt hier gegenseitig erzählen, wo welche Bahn wichtig wäre zu reaktivieren, es nachher an einer Nachkommastelle scheitert und die Projekte eben nicht umgesetzt werden. Und da hilft vielleicht diese Debatte, die wir dann aus Hessen gemeinsam, das biete ich Ihnen da auch an, da sind wir auf jeden Fall entsprechend in dieser Zielrichtung gemeinsam unterwegs, dass wir das in Richtung Berlin auch diskutieren und diese Diskussion anschieben. Und spätestens dann, wenn eine bayerische Regionalpartei nicht mehr das Bundesverkehrsministerium okkupiert, dann können wir tatsächlich vielleicht in diesem Bereich in Deutschland auch Fortschritte ermöglichen, meine Damen und Herren. Und neben der NKU, meine Damen und Herren, da ließe sich vortrefflich noch viel zu diskutieren, aber ist noch einmal ein zweiter Bereich der Trassensicherung. Er ist eben angesprochen worden, der nicht ganz einfach ist. Weil nämlich, da hat Kollege Naas völlig recht zu sagen, ja, dann macht euch mal Gedanken, diskutiert, ist etwas zu kurz gesprochen, geht an der Realität vorbei. Es braucht nämlich den übergeordneten Blick auch der Regional- und der Strukturpolitik für den Klimawandel, die deutlich machen, entsprechend, wo wir Veränderungen brauchen und das einfach den kommunalen und örtlichen Akteuren vor die Füße zu kippen, ist entsprechend falsch, meine Damen und Herren. Manche kommunalen und regionalen Debatten brauchen nämlich auch Zeit. Und ohne die zwischenzeitliche, effektive Trassensicherung werden Fakten geschaffen, wo nachher wir alle sagen, hätten wir doch früher reagieren können. Deswegen wären wir sehr dankbar, und auch das fehlt mir in einem Antragstext zum Beispiel, wenn wir gemeinsam eine Sicherung der Alttrassen durch den Landesentwicklungsplan sorgen, damit entsprechend Alttrassen eben nicht mit Fakten geschaffen vor Ort danach einer weiteren Nutzung entzogen werden können, meine Damen und Herren, und Streckenreaktivierungen offen stehen. Das wäre etwas, wenigstens bis zur Neuaufstellung des LEPs, etwas, wo wir mit dem sonst vorgegebenen Vorrang Innenentwicklung vor Außenentwicklung den Kommunen eine Möglichkeit geben, dass sie nicht dort sagen, dort haben wir eine einzige Entwicklungsmöglichkeit für Baulandentwicklung. Nein, ihr habt die Chance, sie tatsächlich freizulassen und entsprechend gemeinsam mit euch eine Lösung zu finden, wie wir diesen Zielkonflikt lösen können, meine Damen und Herren. Genau das wäre ehrlich, das wäre, wie Kollege Naas auch angesprochen hat, eben nicht zu sagen, das müssen die vor Ort entscheiden. Nein, wir als Land sagen, die Strecken, die wir reaktivieren wollen, und die werden dauerhaft gesichert. Das könnte das Land, wenn es denn wollte, meine Damen und Herren. Es ließe sich in Anbetracht der Zeit nur noch mal einige Punkte, die es auch noch als Land möglich wären, wirklich zu handeln. Das ist das eine, was man in Baden-Württemberg oder Niedersachsen getan hat, mit einer wirklich landesweiten, vertieften, methodisch angepassten, vergleichenden Untersuchung mögliche Reaktivierungskandidaten, diese Untersuchung anstoßen und voranzutreiben. Es wäre das, was auch schon angesprochen worden ist. Sie lesen ja gerne meine kleinen Anfragen. Ich habe auch eine gestellt zur Landeseisenbahngesellschaft in der Frage, wann kommt denn da sozusagen Bewegung ins Spiel? Weil diese richtig gemacht, könnte tatsächlich eine Chance sein, als Akteur auch in diesem Bereich, der strategisch Streckenentwicklung vornimmt, Grundstückssicherung an Alttrassen vornehmen könnte und Ähnliches mehr. Denn, meine Damen und Herren, jedes Jahr, in dem stillgelegte Trassen brachliegen ohne Unterhaltungen, steigern sich die Kosten für die Reaktivierung überproportional. Und hier könnte man effektiv dieser Kostensteigerung, die dann auch wiederum die NKU verschlechtern, wirksam und nachhaltig entgegenwirken können, meine Damen und Herren. Auch gibt es Förderspielräume in der Frage, wie kriege ich sozusagen im Bereich der Infrastrukturentwicklung, dass auch aus dem wirtschaftlichen Bereich die Verlagerung von der Straße auf die Schiene ermöglicht wird, auch aus dem ländlichen Raum. Auch dort habe ich diverse Male auch das Thema mit angeschoben und die Diskussion gerne können wir im Ausschuss weiterführen, welche Möglichkeiten haben wir, nachdem der Bund seine Förderinstrumente entsprechend aufgestellt hat, jetzt als Land dort wirklich was zu machen. Da könnten wir wirklich was für die Attraktivität der reaktivierten Trassen tun, meine Damen und Herren. VDV, DGB, viele andere haben konkrete Möglichkeiten unterbreitet, was das Land denn alles tun könnte. Das steht viel mehr drin als das, was Sie in Ihrem kümmerlichen kleinen Antrag da beschrieben haben, wo die Überschrift stimmt, aber leider die Ziele weit hinter den erforderlichen zurückbleiben, meine Damen und Herren. Deswegen, der Titel stimmt, der Antrag bleibt deutlich hinter seinen Möglichkeiten zurück. Aber als Service-Opposition habe ich Ihnen wenigstens kurz anreißen können, wie wir vertieft bei einzelnen Instrumenten wirklich vertieft in die Debatte gehen. Und ich freue mich, wenn wir weiterhin im Gespräch und im Austausch bleiben.
Vielen Dank, Herr Kollege. Als Servicepräsident habe ich auch ein bisschen die Uhr laufen lassen. Als Nächster hat Herr Kollege Gagel das Wort. Vielen Dank. Bitte schön. Ja, Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Als Service AfD haben wir selbstverständlich zu dem Thema auch etwas zu erzählen. Und der Antrag der Regierungsfraktionen, so kann man lesen, ist mal wieder ein typischer Schaufensterantrag, der schön bunt gemalte Visionen grüner Verkehrspolitik bedient. Mal wieder ein Werbeblock der Selbstbeweihräucherung von Schwarz-Grün, der zudem noch Neubau und Reaktivierung in einem Antrag vermischt. Insofern ist die Überschrift Ihres Antrags nicht ganz passend, aber das hat der Kollege Naas ja schon ausreichend eben ausgeführt. Meine Damen und Herren, wer ist nicht für eine bessere Anbindung des ländlichen Raums an das Ballungszentrum Rhein-Main mit den kolportierten 400.000 Pendlern nach Frankfurt pro Tag? Wer will nicht stillgelegte Bahnstrecken reaktivieren, wenn das eine bessere Verkehrsanbindung im ÖPNV bedeutet und die Menschen schneller z.B. von Taunusstein nach Wiesbaden bringt? Wer will das nicht? Klingt alles wunderbar. Aber die Frage der Wirtschaftlichkeit muss doch gerade in Zeiten von Sonderhaushalten und massiven Neuverschuldungen des Landes wegen Corona im Vordergrund stehen, zumindest eine Rolle spielen. Davon steht in Ihrem Antrag kein Wort. Und da Sie die Fragen dieser Art nicht stellen, tun wir es. Sind Schienenstrecken im Nahverkehr überhaupt effizienter als Busse? Und zwar nicht nur in ihrer Ökobilanz, wenn wir z.B. in Zukunft vermehrt wasserstoffbetriebene Busse einsetzen wollen, sondern auch, was die Betriebskosten betrifft. Gab es in den letzten Jahren nicht gute Gründe, bestimmte Nahverkehrsstellen stillzulegen, weil sie kaum noch genutzt wurden und damit vollkommen unrentabel waren? Und welche langfristige Rolle spielt Corona als Gamechanger für den ÖPNV? Meine Damen und Herren, die Kosten-Nutzen-Relation muss bei der Frage einer Reaktivierung in den Vordergrund, politische Erwägungen in den Hintergrund gerückt werden. Stillgelegte Strecken, auf denen mehr als 1.000 Fahrgäste pro Tag zu erwarten sind, die eine wichtige Verbindungs-, Erweiterungs- und Entlastungsfunktion im ÖPNV erfüllen, sollen streng auf Machbarkeit und Betriebskosten überprüft werden. Als Beispiel einer positiven Reaktivierung wird oft die Taunusbahn genannt, die vor Corona ca. 20.000 Personen pro Tag beförderte. Auch die Horloftalbahn, Lumdatalbahn, die Ohmtalbahn sind vielversprechende Nebenstrecken, deren Reaktivierung sich unter Kosten-Nutzen-Aspekten lohnen könnte, wenn da nicht Corona wäre. Die Sicherheit vor Ansteckung ist ein zentrales Kriterium geworden für die Entscheidung pro oder contra von Bahnstrecken oder für den ÖPNV insgesamt. Corona hat die Grenzen des ÖPNV eindrucksvoll aufgezeigt. Daran ändert auch die neueste, miserabel in Methodik und unabhängiger Begutachtung aufgesetzten Studie der Charité wenig. In der heutigen Ausgabe der Süddeutschen Zeitung können Sie es nachlesen. Der Autor kommt zu dem Ergebnis, ich zitiere, die Studie taugt nichts. Während die Verkehrsminister jubeln und die Verkehrsbetriebe über das Ergebnis begeistert sind, resümiert der Methodenexperte Gerd Antes, ich zitiere, wie kann es sein, dass man nach 14 Monaten Pandemie eine so relevante Fragestellung so dilettantisch angeht und auch noch stolz darauf ist? Er führt weiter aus, ich zitiere, wir sehen hier von politischer Seite einen weiteren Beleg für das Fehlen jeglichen koordinierten Herangehens an relevante Fragen zur Pandemiebewältigung. Unbestritten ist, dass mehr als 20% der bisherigen ÖPNV-Nutzer während, zwischen und nach den Lockdown-Maßnahmen auf das Auto umgestiegen sind, weil die Infektionsgefahr im ÖPNV aufgrund der mangelnden Abstände, der mangelnden Hygiene, der gedrängten Situation auf vielen Bahnsteigen den Fahrgästen sehr hoch erschien. Das bestätigen mehrere Studien, auch die INFAS-Studie, die Ihr Haus, Herr Al-Wazir, beauftragt hatte und kurz vor Weihnachten 2020 veröffentlichte.
Das hat nicht nur mit statistischen Fakten etwas zu tun, sondern mit offensichtlichen Defiziten des RMV und anderer Betreiber des hessischen ÖPNVs während der Corona-Pandemie. Das Vertrauen der Fahrgäste in das Management des ÖPNV während Corona ist bereits verloren gegangen. Verständlich ist, dass der RMV jetzt Schadensbegrenzung betreibt, aber das Kind ist eben in den Brunnen gefallen. Und das in den Brunnen gefallene Kind wird von der Landesregierung in ihren Plänen und Zielen des gesamten ÖPNV ignoriert, als gäbe es dies nicht. Meine Damen und Herren, mit Ignoranz kommen wir aber nicht weiter. Dieses Problem gibt es, und die Politik der Landesregierung muss sich damit auseinandersetzen. Ich wiederhole es hier noch einmal, meine Damen und Herren, durch Corona muss der ÖPNV neu gedacht werden. Wo liegt also die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs? Der Verlust von 80 bis 90% der Fahrgäste während des ersten Lockdowns und die immer noch fehlenden 40% zwischen ersten und zweiten Lockdown sprechen eine deutliche Sprache. Siehe Infastudie. Gleichzeitig wird gerade wegen Corona immer offensichtlicher, dass der ÖPNV zusehends zum Milliardengrab für den Steuerzahler wird. Das war ja zwar schon immer ein Lieblingsprojekt linksgrüner Weltverbesserer, denen ein gigantischer Schuldenberg der öffentlichen Hand offenbar völlig egal ist. Jetzt haben wir aber eine neue Situation. Während die staatlichen Subventionen immer weiter steigen, bleiben die Fahrgäste weg. Was ist also eine sinnvolle wirtschaftliche Maßnahme, um das Defizit zu verringern? Wollen Sie noch mehr Angebot schaffen, die immer weniger Fahrgäste benutzen wollen? Das Füllhorn der Landesregierung muss einbrechende Fahrgastzahlen und geänderte Gewohnheiten, meine Damen und Herren, auch aufgrund zukünftiger Homeoffice-Nutzung mit berücksichtigen. Man kann nicht einfach munter weiter Gelder in Projekte versenken, von denen man weiß, dass sie defizitär sein werden. Auch an anderer Stelle, beispielsweise Schulen, Straßennetz und wir haben es heute Morgen gehört, im Gesundheitssektor wird das Geld dringend gebraucht. Laut dem Geschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen VDV, Oliver Wolf, werden die bundesweiten Verluste des ÖPNVs 2020 und 2021 zusammengenommen rund 7 Milliarden Euro betragen. 7 Milliarden Euro. Je nach Quelle schätzen Experten eine Rückkehr der Fahrgastzahlen im ÖPNV auf das Vor-Corona-Niveau frühestens auf 2024 bis 2025. Und so kann das Fazit nur lauten, meine Damen und Herren. Angesichts dieser Aussichten muss die vergleichsweise teure Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken neu bewertet werden. Kosteneffiziente und umweltfreundlichere Alternativen gibt es ja. Beispielsweise wasserstoffbetriebene Busse. Frankfurt will bis 2022 gerade einmal 13 dieser Busse auf der Linie 36 betreiben. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Wenn ich das in Relation zur Reaktivierung von Bahnstrecken setze, was hier groß gefeiert wird in diesem Schauantrag, dann frage ich mich, ist die Landesregierung wirklich überhaupt am technologischen Fortschritt und Kostenoptimierung in Abhängigkeit von der jeweiligen Fragestellung der jeweiligen Region für den ÖPNV der Zukunft interessiert? Und meine Antwort auf diese Frage lautet eindeutig nein. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Kollege, als Nächstes ist die Fraktionsvorsitzende Frau Wissler für Die Linken an der Reihe. Ich habe mir mal gedacht, Ihr Zettel ohne Nummer gehört bestimmt zu diesem Tagesordnungspunkt. Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, nicht erst seit der Klatsche des Bundesverfassungsgerichts für das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung ist klar, wir müssen den Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel verstärken, und wichtig dafür sind konkrete Maßnahmen. Die Klima- und Verkehrswende erfordert attraktive Alternativen zum eigenen Auto
und zwar nicht irgendwann einmal, sondern schnell. Die Kapazitäten im Ballungsraum und auf den Pendlerstrecken müssen erhöht werden und auf dem Land ein modernes ÖPNV-Angebot aufgebaut werden, das diesen Namen auch verdient und nicht nur ein Notangebot für Schülerinnen und Schüler und für Seniorinnen und Senioren, meine Damen und Herren. Die Schiene spielt dabei eine zentrale Rolle, denn Schienenverbindungen sind wesentlich beliebter als Busverbindungen, dadurch erfolgreicher, und sie haben eine deutlich höhere Kapazität. Wer neu an einen Ort zieht und ein attraktives Bahnangebot für seine Alltagswege vorfindet, wird im Optimalfall gar nicht erst seine Mobilitätsgewohnheiten am Auto ausrichten. Und wenn wir über die Reaktivierung heute von Bahnstrecken reden, muss man wissen, dass in Deutschland alleine seit 1990 6.500 Kilometer Bahnstrecke und seit dem Jahr 2000 mehr als 330 Bahnhöfe stillgelegt wurden. Alleine in Ostdeutschland entspricht die Länge der stillgelegten Gleise dem heutigen Netz der Niederlande. Das Autobahnnetz wuchs in der gleichen Zeit übrigens um ca. 10.000 Kilometer. Und das ist natürlich zunächst einmal das Versagen des Bundes als Eigentümer dieser Infrastruktur. Es ist das Scheitern der Bahnreform, der jahrelangen Ausrichtung auf Gewinn und den lange geplanten Börsengang, meine Damen und Herren. Wir wünschen uns eine andere Bahn. Wir wollen nicht die Bahn von 1950 zurück, aber auch nicht die, die wir heute haben. Wir wollen eine Bahn der Zukunft. Und diese Bahn soll verknüpft sein mit anderen nachhaltigen Verkehrsträgern, mit dem Fuß- und Radverkehr, bei Abkehr von der erheblichen Subventionierung und Bevorzugung von Flug- und Straßenverkehr. Meine Damen und Herren, wir wollen Bahnhöfe, die Visitenkarten des Schienenverkehrs sind. Wissen Sie, Flughäfen sind glitzernde Glaspaläste, und die Bahnhöfe erkennt man oft daran, dass sie das verwahrloseste Gebäude der ganzen Stadt sind. Wir wollen einheitliche und nachvollziehbare Tarife statt des Verbund-Flickenteppichs. Wir wollen sinkende Fahrpreise und insbesondere auch attraktive Angebote für spontane Fahrten. Weil um attraktiver zum Auto zu werden, kann es doch nicht sein, dass wenn man spontan einen Flug bucht, das oftmals billiger ist, als wenn man für den nächsten Tag ein Bahnticket bucht. Und perspektivisch wollen wir den Nulltarif im Nahverkehr. Wir wollen Niedrigschwelligkeit, und dazu gehört natürlich auch Barrierefreiheit. Barrierefreiheit von Fahrzeugen, Barrierefreiheit von Bahnhöfen für beeinträchtigte Menschen, aber auch für alle Menschen, die einfach nur mit einem Kinderwagen unterwegs sind und für die die Bahnhöfe oft große und größte Hindernisse darstellen, meine Damen und Herren. Das Bahnsystem muss an Gemeinwohl anstelle vor der Profitmaximierung orientiert sein. Ziele müssen eine gute Anbindung des ganzen Landes, eine Maximierung der Fahrgastzahlen und eine hohe Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit sein. Wir wollen eine Flächenbahn, die das Land optimal erschließt, dass es niemand weiter zum nächsten Bahnhof und von dort sinnvoll vertaktete Verbindungen mit guten Reisezeiten. Und insofern sind wir ja auch sehr erfreut über die Absichtserklärung des Bundes, jetzt die Infrastruktur auszubauen, auch auf der europäischen Ebene. Allerdings fürchten wir a, dass das nur schöne Worte im Wahlkampf bleiben, und b, dass Andi Scheuer schon einen Weg finden wird, auch das wieder in den Sand zu setzen. Umso wichtiger ist, dass wir in Hessen vorankommen. Der Nahverkehr ist seit der Föderalismusreform Ländersache. Und es gibt auch hier einiges zu tun, weil in Hessen wurde das Eisenbahnnetz seit 1960 halbiert. Insgesamt 107 Strecken wurden stillgelegt. Und da brauchen wir eine Kehrtwende hin zu einer Flächenbahn. Das dient der Erschließung der Alltagswege, aber auch der Anbindung des Fernverkehrs. Weil was nützen uns die schönen neuen europäischen Schnellzüge, wenn man die Zeit auf den letzten Kilometern dann wieder verliert, weil die Anschlüsse im Nahverkehr so schlecht sind, meine Damen und Herren. Und da müssen wir gar nicht in die Vergangenheit schauen, sondern wenn wir uns im Vergleich dazu die Schweiz anschauen, mit einer in Hessen vergleichbaren Einwohnerzahl und einer vergleichbaren besiedelten Fläche, dann lohnt sich das, weil das Eisenbahnnetz in der Schweiz ist doppelt so groß wie das hessische, übrigens zu 100% elektrifiziert. Und die Schweizerinnen und Schweizer legen dreimal so viele Bahnkilometer zurück als die Hessinnen und Hessen, was auch daran liegen könnte, dass die Schweizer Bahntickets und vor allem die Rabattbahncards deutlich billiger sind als die hier. Reaktivierungen,
Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken können ein wichtiger Teil auf diesem Weg sein. Die teilweise sogar noch mit Gleisen versehenen, aber zumindest noch von der Bebauung freigehaltenen Strecken können mit vergleichsweise wenig Aufwand wieder für den Verkehr genutzt werden. Ja, die historischen Strecken haben auch ihre Probleme. Sie wurden oft vor über 100 Jahren trassiert, oft den damaligen technischen Bedürfnissen folgend und oft auch eher für Güter-, Forst- und Bergbau als für den Personenverkehr angelegt, teilweise mit Haltepunkten weit entfernt von den Orten. Hier gilt es doch, kreativ zu sein und auch visionär zu sein. Und die Frage ist, wie könnte das aussehen? Ein spannendes Projekt, das immer mehr Befürworterinnen und Befürworter findet, ist die Regiotram in Mittelhessen. Manche nennen es auch LAN-Citybahn. Eine Reaktivierung der stillgelegten Bahnstrecken der Region und das im Zusammenspiel mit dem Neu- und Wiederaufbau von Straßenbahnen in Gießen, Wetzlar und Marburg. Diese Städte, Applaus aus Marburg, diese Städte können ein gemeinsames Stadtbahnnetz aus zwei Systemfahrzeugen nach Kasseler Vorbild aufbauen und die hohe Zahl von stillgelegten Eisenbahnstrecken in Mittelhessen und im Hintertaunus, die ja quasi sternförmig auf diese drei Städte zulaufen, böte sich als ideale Verlängerung in die Fläche an. Umsteigefrei aus Gladenbach nach, oder Biedenkopf direkt in die Marburger Altstadt oder aus Brandoberndorf nach Wetzlar zur Arbeit oder aus Stauffenberg schnell nach Gießen in die Uni. Dahingehende Initiativen in diesen Städten gibt es seit Jahrzehnten. Und das wäre doch wirklich ein Gewinn für die Menschen, für die Lebensqualität und für die Umwelt. Es würde die Orte deutlich attraktiver machen, auch gerade für junge Menschen. Und die Wohnraumproblematik in den Städten könnte sich entspannen, wenn wir ein gutes Schienenangebot, ein gutes Schienennetz und ein gutes ÖPNV-Angebot haben, dass die Menschen eben nicht alle in die Städte ziehen müssen, sondern von ihren Orten auch gute Möglichkeiten haben zu pendeln und das Zeitsparen in nicht überfüllten Zügen, ja, und mit einem guten und attraktiven Angebot, meine Damen und Herren. Natürlich gäbe es auch im konventionellen Eisenbahnbetrieb mit relativ wenig Aufwand viel zu schaffen. Der Anschluss der Gersprenztalbahn nach Großbieberau am Rande des Odenwalds, die Ohmtalbahn, die Diezhölztalbahn bei Dillenburg, alle die böten sich doch geradezu an. Und natürlich geht es nicht nur um die Erschließung mit neuen und neuen alten Strecken, es geht auch um den notwendigen Ausbau, auch im Ballungsraum und auf den Hauptstrecken. Und da haben Sie sich heute wieder für die gleichen Jahrzehnte alten Projekte gefeiert. S6-Ausbau, die nordmainische S-Bahn. Das ist ja gut, dass das jetzt kommt. Aber diese Projekte sind alle weit aus dem letzten Jahrhundert. Der Homburger Damm zum Beispiel ist ein Projekt aus Frankfurt Rhein-Main Plus und auch schon bald 20 Jahre alt. Und deswegen ist es doch dringend notwendig, auch darüber hinaus zu denken und auch visionäre Projekte zu haben und nicht die, die sowieso seit Jahrzehnten geplant sind, meine Damen und Herren. Und es müssen ja noch nicht mal immer die Bagger rollen, um die Kapazität zu erhöhen. Gerade vor ein paar Tagen wurde öffentlich, dass die Bahnverkehre im sogenannten Mittelhessennetz, also zwischen Frankfurt, Treysa, Dillenburg und Hanau, noch ausgeschrieben werden. Ab Ende 2023 fahren fabrikneue Züge der HLB auf der Strecke, die dann ja bis weit ins nächste Jahrzehnt fahren werden. Und da frage ich mich schon, warum wurden da eigentlich keine Doppelstockzüge bestellt, wenn wir doch immer wieder darüber reden, dass wir Kapazitäten erhöhen wollen, gerade auf der Main-Weser-Bahn, dass wir die Zahl der Fahrgäste vervielfachen müssen für die Verkehrs- und Energiewende. Und da fragt man sich schon, warum wird denn dann nicht wirklich für die Zukunft geplant und diese Kapazitäten auch mit eingeplant, meine Damen und Herren. Der Weg zum Bahnland ist weit. Aber wir müssen einfach anfangen. Und dazu müssen wir auch Visionen entwickeln. Nicht nur an einer Stelle, sondern überall gleichzeitig. S-Bahn-Ring rund um Frankfurt, Regiotram in Mittelhessen, Reaktivierung von Bahnstrecken, neue Pläne für die Ahrtalbahn und ja, die Stadtbahn für Wiesbaden. Das kann nicht alleine von den Landkreisen als Aufgabenträgern geleistet werden. Hier muss das Land unterstützen bzw. auch die Federführung übernehmen. Und wenn dafür eben auch an den ÖPNV-Gesetzen noch einmal etwas geändert werden muss, an Zuständigkeiten sollte das beim richtigen Willen nicht scheitern.
Ich komme zum Schluss. Wir wollen Hessen, wir wollen Deutschland zum Bahnland machen. Wir wollen Kurzstrecken und Inlandsflüge durch attraktive Alternativen überflüssig machen. Wir wollen aber auch den Menschen in der Fläche des Landes eine attraktive Alternative zum Auto bieten. Und das wollen wir nur, nicht nur, sondern angesichts der ökologischen und der sozialen Herausforderungen müssen wir das auch tun, und zwar dringend. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war wieder der Servicepräsident mit der halben Minute. Alles gut.